Also, wem sagt die Gamescom-LAN was? Okay. Wer war schon mal auf einer großen LAN, also jetzt nicht so eine private, sondern auf so einem, auf so einem Messegelände oder so oder in so Eventhallen? Also passt mal auf, früher gab es ja noch keine, ich erzähle jetzt mal vom Krieg, früher gab es ja noch keine Flatrate für das Internet. Früher mussten wir uns im DSL-Router hier so einwählen und dann macht so brrr, und dann war man online und man musste schön pro Minute blechen. Und wenn man gemeinsam spielen wollte, ging das auch ohne Internet, aber da musste man physisch so anwesend sein und dafür gab es LAN-Partys. Und früher, und das ist auch mit der Ursprung von E-Sport, früher, gerade auch die frühen Zeiten des E-Sports, das waren LAN-Partys. Da wurde richtig heftig geballert und ich war selber auch auf einigen. Ich habe natürlich auch bei Turnieren mitgespielt. Ich habe auch Treppchenplätze geholt. Ich habe noch zu Hause Medaillen von der Northcon. Im Sachpreisturnier habe ich den Cooler Master irgendwas Lüfter gewonnen. Also ging schon ab damals, ja. Und dann kam halt diese Entwicklung mit diesen Flatrates und Internet hat jeder. Und dann, krasser Typ, danke. Danke, Dennis TV. Densi TV, okay. Und dann sind nach und nach die LAN-Partys, die LAN-Events gestorben. Weil warum sollte man da noch hin? Man konnte ja jederzeit zocken. So. Und jetzt ist es so, dann war ein paar Jahre Flaute. Und jetzt ist es so, auf einmal gibt es wieder so eine Dreamhack in Deutschland. Und auf einmal ist die Northcon wieder da. Und auf einmal gibt es die Kaktus. Und auf einmal gibt es jetzt eine Gamescom-LAN. Anscheinend gibt es jetzt so eine Renaissance. Ah, Marco, was geht? Würde ich mit dir auch. Ich würde auch immer mit dir eine Keller-LAN machen. Aber ich rede ja gerade von so Messe-Event-LANs. So, anscheinend gibt es gerade so eine Renaissance, weil es da draußen. Bonfire! Vielen Dank für die Bonfire! 5-Wasser-Bombe, Digi. Weil es wahrscheinlich da draußen so ein paar alte Häschen gibt, die das vermissen, dieses Gefühl, weil es ja doch, könnt ihr euch vorstellen, sehr unique war, 3 Tage lang unter der Biertischgarnitur auf einer Isomatte neben seinem Rechner zu pennen, weil man sonst Angst hatte, dass der abgezogen wird, ne? Und ich habe mal bei einer LAN-Party, ich bin hingegangen und habe. Man muss ja auch sich mit Nahrungsmitteln eindecken vorher. Und da habe ich vorher eine Palette 5,0 gekauft. Das war so dumme Scheiße, wo man gerade 18 geworden ist. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, nicht Gönnergy. 5. Und ich habe in diesen 3 Tagen nichts anderes getrunken. Keinen Schluck Wasser. Also ich bin nach Hause gekommen und war ein Wrack, überall Pickel, komplett ausgelaugt und zerstört. Ich habe nicht einmal geduscht, sondern, also damals gab es nicht Duschen teilweise auch, sondern ich habe halt unterm Waschbecken gehangen und mir mal die Haare so halbwegs und Zähne, aber Skorbut incoming, ja. Früher haben wir uns noch TK-Pizza auf dem 19 Zoller warm gemacht. Ja, Mann, Marco, du sagst es. Das ist so eine. Also es fühlen jetzt wahrscheinlich viele auch nicht, weil das ist auch so eine selbstzerstörerische Nostalgie, glaube ich. Wisst ihr, was ich meine? So dieses Jahr damals haben wir gelitten und es war geil. Und heute hätte man das gar nicht mehr nötig und es ist voll dumm und so. Aber irgendwie hat es dann doch was. So ist, ich glaube, es ist halt super viel mit Nostalgie. Und andersrum gibt es, glaube ich, viele junge Menschen, die das noch nie erlebt haben, aber durch Hörensagen und frühere Videos und bla sehen und darauf mal Bock hätten. Und ich glaube, deshalb gibt es diese Nostalgie. Ganz Dennis schickt kurz was rein. Vorsichtig! Knallt sofort raus. Irgendwo ist ein kurzer. Hier vorne, die hat Strom. Hier hängen drei Rechner dran. Die mir versteckte Hose hier vorne hängt hier dran. Das Kabel geht nach. Aus welchem Jahr? Digga, da ist alles grau.
Ein Stromausfall soll es ja echt nicht mehr geben, normalerweise. Teilweise ist es so, dass Leute ihre Wasserkocher oder Mikrowellen mitbringen und die belasten unser Stromnetz halt extrem. Außerdem kommen halt solche Probleme wie Kaskadierung zusammen, dass die Leute halt ihre Mehrfachsteckdosen bei uns an unsere Steckdose anschließen, dann der nächste. Ja, also das Problem ist bei uns gerade, dass viele Leute ja ihren Gaskocher mit zu Hause gelassen haben und jetzt mit dem Mini-Backofen kommen und der zieht ja Strom und das überlastet unser System bisher. Sie sehen auch gerade im Hintergrund meinen Röhrenmonitor, der säuft ständig ab und actually ist dann das Problem, dass wir bei Counter-Strike 1.5 leider nicht durchdaddeln können, weil die Bots auch langsam alle abnippeln, weil das Stromnetzwerk kriegt es halt nicht mehr hin. Der nächste Teilnehmer halt wieder seine Mehrfachsteckdose an die Mehrfachsteckdose des anderen und so weiter und so fort. Immerhin, zwei konkurrierende Pizzadienste freuen sich über die Blackouts. Ich schwöre euch, das habe ich erlebt! Ey, ich sitze da bei der Northcon und dann kommt Pizza.de. Kennt ihr noch Pizza.de? Und die fahren da jeden Tag mit ihrem riesigen Wagen durch die Reihen so und verteilen so eine Pizza, so groß. Aber alle fanden's geil. Alle fanden's geil. Alle. Wir haben so jeden Morgen, alle immer. War Pizza.de schon da? Welche Reihe sind die gerade? Halle 2? Ey, vielleicht, wenn ich da jetzt hingehe und so tue, als würde ich da sitzen, kriege ich 2. Dann komme ich schnell hierher. Pascal, kommst du mit? So war das. Den verzögerten Turnierbeginn werden schon jetzt massig Pizzen geordert. Digga, der Erzähler ist bevor einfach... Bevor es richtig losgeht, müssen Sugar und Ministro schon wieder heim. Jetzt hier? Wir wurden rausgeschmissen. Warum? Weil wir noch nicht 18 sind. Ja. Wir gehen um die indizierten Spiele. Kevin die Spacey einfach gespielt werden. Und da das eine geschlossene Gesellschaft ist und die von Jugendamt auch Stichkontrollen gemacht werden, dürfen wir an diesem erhabenen Gefühl nicht teilnehmen, wenn wir 18 sind. Stress, man muss sich erstmal wieder entspannen. Das war ja mit dem ganzen Schleppen und Einrichten, Netzwerk einrichten und jetzt muss erstmal der Blutdruck gesenkt werden. Lehnt man sich zurück und guckt erstmal, welche Turniere man spielt. Meldet sich an und dann fängt man langsam an, sich warm zu spielen. Ja, das ist jetzt so erzähle jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, dann Unreal, Digga. Klingt das so ein bisschen doof, weil Was klingt doof? Jan von Ösen, Alter, Student. Klingt das so ein bisschen doof, weil das klingt dann halt so schießen und so weiter, ne? Digga, wir mussten damals so aufpassen, was wir sagen, wenn da Presse war, weil Killerspiele, die Politik hat viele Probleme in der jüngeren Generation, in den jungen Generationen einfach abgewälzt auf eine Szene, die kein Sprachrohr hatte. Diese Killerspiele, Digga, konnte keiner was gegen sagen. Es läuft dann halt so, dass jeder Spieler hat die Kontrolle über eine Figur, die sich in einem Level, also in einem Gebäude. Er erklärt es gerade meiner Oma. Und, kann halt diese Figur steuern. Ja. Also, Geh du an den Eingang, ich hab den Armor. Komm hinterher. Lass ihn kommen. Lass ihn schießen, komm zurück. Mega gut. Die Tastaturen, Digga. Heutzutage alle mit ihrem, Digga, da sind diese Ringe drunter und das muss so klicken und wie heißt das? Ist mir auch alles scheißegal. Und dann noch RGB und so, das hier. Mm. Hier. So was ist es. Die sind auch robust. Ja, clicky Switches und flackerfrei RGB. Komm, steck in den Arsch. Warte, ich komme. Er ist tot. Eine echte Maus hat einen Ball drin. Und dann muss man ab und zu die Fusseln runterpulen. Er ist tot, Vorsicht. Sorry. Okay. Am krassesten waren die so eine Maus hatten, die eine Maus hatten, die obendrauf so einen Riesenball hatten. Und den musstest du so bewegen. Es gab 2014 einen League of Legends Pro Gamer in, ja, Trackball-Maus, genau. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Leute damit unbedingt was anfangen können. Es gab einen Pro Gamer, der hieß Curb. Der hat in der höchsten Spielklasse von League of Legends damals in Europa top gespielt mit einer Trackball-Maus. 2014 noch.
Der war mit Kevin im Team teilweise. Also Kevin Rubiczewski. Lass mich vor, ich hab Plasma. Aber beeil dich, der wartet da immer. Da ist keiner, da ist Freibahn, hol dir die Plasma. Ja, der wird nur Dritter. Was denn? Nur Dritter. Nein! Vorsicht. Du hast gerade Papa ganz gut getroffen. Komm zurück, ist alles freie Bahn, komm. Zum Beispiel heißt das hier Raketenwerfer. Aber das macht halt nichts anderes als... Digga, er erklärt für Margarete Unreal Tournament, Alter. Und jetzt ist es das Ziel, also jede Figur hat eine bestimmte Anzahl an Energie. Und jetzt ist es das Ziel, die Energie von der gegnerischen Figur auf null runter zu kriegen. Also von der anderen Firma unsere Karten wurden eingesammelt. Digga, Pizza Girl. Ja, war andere Zeit, ey. Damals von der anderen Firma. Pizzagate? Die von der anderen Pizzafirma haben die Pizzen einkassiert. In der Konkurrenz wird gesagt, ihr arbeitet mit unlauteren Methoden. Unlautere Methoden? Stell dir vor, du verteilst einfach nur Pizza, hast da so einen Minijob oder so als Student. Studentin? Ey, und dann kommt das Fernsehen. Ja, wir haben gerade von der Konkurrenz gehört, sie arbeiten mit unlauteren Methoden. Und original das, so würde ich auch gucken. Digga, ich verteile nur Pizzen. Ich weiß nicht. Ich bin Katja Werner. So, was geht hier? Original das Prezi-Handy. Organisatorisch waren wir auch besser. Wir haben ja gleich von Anfang an so Shots! Da gab's Beef schon damals, ohne Internet. Wir auf dem Mecker-Symposium auch. Das war's. Zwei verschiedene Netzphasen. Das richtig fettes 50-Hertz-Brumm auf der Leitung. Wie willst du reden? Das ist ziemlich evident, weil es ist A ein Synchronsignal und B ist es. So sehen die Mods aus. Das war so sick. Ich ja, in jedem Backpack. RG und B sind deutliche sehr sichtbar. Backpack erklärt hier gerade, woher das Brummen kommt. Ja. Okay, wir haben den Grund. Das Problem ist, er beunruhigt mich. Aber das ist 400 Partygäste. Das ist übrigens, das sind so die Chat-Mods. Die verabreden sich ständig. Jetzt auch zum 24-Stunden-Stream haben die sich eine Turnhalle gemietet in Salzgitter-Baddeckenstedt und haben euch im Auge. Gültig. Sonst an die Langsamkeit des Internet gewöhnt, fasziniert sie die Geschwindigkeit des Partynetzwerks. Des Partynetzwerks! Was sagt er? Ja, zu Hause Internet höllisch langsam, aber ja, das war so, ne? Live vor Ort, Digga, mit so einem schönen Patchkabel oder Crossover, direkte Verbindung, Hammer. Auf einmal ging alles so schnell. Und die Partyleitung, Junge, die schallert. Ich möchte sagen, und wieder einmal haben wir die Welt gerettet. Ein gutes Gefühl. Es ist irgendwie holsam, dass er mit seinem Skillset da richtig das Gefühl hat, Anerkennung für zu bekommen. Was normalerweise wahrscheinlich in seinem Leben, würde ich vermuten, damals eher weniger der Fall war. Und da ist er der fucking King. Und alle anderen sind ihm dankbar. Macher, kein Lacher, richtig. Samstagmorgen, 3:30. Der Krieg der Clans, eher ein Happening ohne Ende. Die Leute werden wahrscheinlich pennen gehen, aber es werden nicht alle pennen gehen. Es werden genug Leute durchmachen und im Großen... Ich heute Nacht über die Allis. Im Ganzen sind es fliegende Wechsel. Es geschlafen wird in Schichten und es wird nie wirklich ruhig werden. Prinzipiell. Alter. Ja, ey, ich hab's genau gesagt. Ich hab immer unter der Biertischgarnitur gepennt. War dann grablich? 6 Stunden später. Quake 2 geht jetzt ins Achtelfinale. 6 Stunden später. Quake 2 geht ins Achtelfinale. Ich passe auf, dass die Paarungen korrekt zusammenkommen. Das ist jetzt hier bei Quake 2, 4 und 4 jetzt der Fall, dass wir die Paarung für die nächste Runde soweit fertig haben. Das Ergebnis können wir jetzt auf unserer offiziellen Webseite sehen. Beim Turnierverlauf, das ist jetzt bei Quake 2, 4 gegen 4. Ist das bescheuert. Haben wir die zweite Runde erreicht und hier sehen wir dann die Paarungen. Hier sehen wir, dass halt diese Organisation Seek and Destroy gegen das Team Oh, jetzt wird's TT Tag. Spielen muss und halt
dass Team Fusion gegen die Hude Fact Foundation antreten muss. Neustart. Ja, man hatte da noch manchmal Probleme, dass man wollte natürlich auch nicht disqualifiziert werden, wenn irgendwie was... Immer auf deren Server, ja. Dann ist einer noch kacken, dann beim einen springt der Rechner nicht an. Gegner Rocket Launcher oben. Mann! Lift hier, komm, Raketen, ich brauch Raketen! Ist das geil! Ich treffe auch nichts heute, gar nichts. Kommst nicht rein. Wir haben die Map unter Kontrolle. Und dann ist es sehr schwer für die anderen wieder einen Tritt zu fassen. Autsch. Aus welchem das Jahr ist die Doku? Computerkrieg in Hude. Ja, ich bin tot. Digga. Mega Hits Raum. Das sieht. Muss ich erst mal kriegen. 99? Digga. Ich wollte gerade sagen, das, so sehen die aus. 90er Vibe ist so strong. Steht doch da. Okay, dann habe ich Tomaten auf den Augen. Ah ja, hier. Ja. Krass. Digga, da wurde ich geboren. Ja? Naja. Digga, mit den Pfeiltasten spielt er. Der auch? Nee, jetzt WASD? 126,52. Aber ich meine, zwischenzeitlich waren es auch wirklich nur zwei. Das wäre sonst 92,50 geworden. Und? Ja, soll ich sagen, wir haben gewonnen. Unsere Taktik, die wir uns vorgenommen haben, ist nicht ganz so aufgegangen. Aber das liegt daran, dass wir sie nicht so exzellent durchhalten konnten, wie wir wollten. Aber so in der Summe kann man, glaube ich, zufrieden sein. Zumal das die Map, also die Map-Wahl des Gegners war. Das heißt, die zweite Map, die zweite Halbzeit, die wir spielen, das ist unsere Wahl. Und ich prophezeie mal, es ist unsere Spezialität, aber das wissen die natürlich auch, was wir da machen. Für mich ist Gewalt nur etwas an, also von Mensch zu Mensch oder von Tier zu Mensch oder so, aber nicht in so einer virtuellen Welt. Das ist einfach nur Spaß. Und das ist wahrscheinlich dieser Cowboy-Indianer-Instinkt, der... Wenn er 99 gewusst hätte, was alles noch folgt... Mit Killerspieldebatte. Ey, er sagt es da so gut, ne? Es ist fiktiv, was da stattfindet. Es juckt die Politik von damals null. Einfach nur gefundenes Fressen, nice, die haben keine Stimme. Wir wälzen einfach unsere Probleme auf die ab. Den wir irgendwie schon mit 9 oder so erlebt haben, wo man irgendwie versucht, so peng, peng, du bist tot, so. Aber ich glaube, wer ein bisschen normal im Kopf ist, der kann da sehr gut unterscheiden zwischen realer Welt und. Shots! Früher Nachmittag. Besuch aus der realen. Digga, das ist Kevin Spaceys Synchronstimme. Der Bürgermeister von Huden. Man muss auch dazu sagen, dass das eine sehr friedliche Veranstaltung ist. Also, es ist wirklich so, sowas von ruhig. Das sind Computerfreaks, ne? Die Leute das sind Computerfreaks, ne? Spielen, es gibt hier nicht den geringsten Ärger. Digga, er kommt da so rein. Friedliche Veranstaltung. Dort sind Computerfreaks, ne? Mit seinem Schnörres. Ist das geil. Nur dieses Hemd, dann diese Lederjacke. Das ist original mein Vater. Wirklich, ja. Genau dieses Weird Dude Emote. Genau das. Das sind Computerfreaks, ne? Ist das geil. Es streitet sich keiner. Die Leute kommen gut miteinander klar. Okay, mein Ding wäre es wahrscheinlich nicht, aber das muss ich auch nicht haben. Ne? Das ist der Axel. Das müssen die jungen Leute für sich entscheiden. Richtig. Und damit auch dann umgehen dann halt auch. Ne? Richtig, richtig. Aber ich glaube, mein Betätigungsfeld ist ein anderes. Ich lebe etwas friedfertiger. Friedfertiger? So Spaß eine Kommentare dann. 400 ja, überaggressiv, was da stattfindet. Ja, ich lebe ein bisschen friedfertiger, meinst du es nicht? Digga, Axel, du hast doch gerade selber gesagt, friedliche Veranstaltung. ...männlichen Spielern einer einzigen Frau. Nee, macht Spaß, ich spiele auch... Einzige Frau, Lampard, die Huden. Dieselben Spiele, find's natürlich nicht so gut, aber ich übe. Warum natürlich nicht so gut? Also, Du, weil ich nicht den ganzen Tag davor hänge, wie die meisten Männer. Eine Frau hat ja nur andere Sachen zu tun, ne? Sportlich, ja, was... Und jetzt überleg mal, das ist gar nicht so lang her, ne?
Uff, ja. Es ist so sad, Mann. Das ist Sport, also irgendwie was mit Ehrgeiz, gewinnen wollen, Spaß haben. Das ist das, was da sportlich dran ist, der Wettkampf. Und halt die... Wirklich andere Welt. Sie hockt da selber und sagt, ja, ich bin ja eine Frau, deswegen habe ich ja nicht, da kann ich ja nicht den ganzen Tag davor hocken und zocken. Heftig. Ja, die Parallelen, die zum Sport gezogen werden, sprich, es werden Turniere veranstaltet, es werden ähnliche Regeln verwandt. Ja, für mich also ist es gar nicht so lange her. Vorrunden, Gruppen, wirklich? Auslosung und sowas alles. Ansonsten... So, hier also, geht das Pizzagate weiter, oder was? Würde, dass ich so Sport treibe. Ich habe 16 Stück geholt, aber ich werde nur noch welche ausleihen von Freunden. Denn das sind doch 48 Stunden. Das DM64-Match startet in genau 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6. Digga, das sind original Discord-Admins. 4, 3, 2, 1, los! Um Mitternacht ein Höhepunkt. DM64, eine Quake-Version als Deathmatch mit 64 Kriegern beginnt. Kriegern. Danke für den Tipp, mein Lieber. Tot. Tot. Er ist schon raus. Tot. Pizza.de 2011. Digga, da war ich. Ist es die Northcon? Da war ich. Nein? Doch? Diese gebogene Halle? In Neumünster? Digga, ich war da. Backpack, wo hast du jetzt das Bild her? Ja, no waying. Doch? Heute Nacht, genau das. Nur kein Backs, Krombacher. Hat mir ein View auf Discord geschickt. Insane. Fuck. Jeder gegen jeden. Über 30 Minuten. Unfeuer. Ja, man muss eben zusehen, oh, danke dir eine möglichst für die Fünferbombe. Effektive Waffe zu erlangen und dann ohne selber bei drauf zu gehen, möglichst viele Gegner auszuschalten. Er hat reingeschissen. Weil das wird geframed, Digga. Du hast reingeschissen. Was suchst du dir? Waffen, um Gegner auszuschalten? Digga, wenn das... wie hieß damals nochmal diese RTL-Show, die mal alles turbo geframed hat in Bezug auf Gaming? Frontal 21? Die hätten den fertig gemacht. Und dann, ohne selber bei drauf zu gehen, möglichst viele Gegner auszuschalten. Die meisten Abschüsse schafft ein Zivildienstleistender. 225. 225, glaube ich. Ich weiß die Zeit jetzt nicht, aber... Mit den Händen so in der Hose. Naja, danke. Aber jetzt muss ich mal eben wohin. Hey, hallo, sie redet mit dir. Digga, solitär! Das ist eine Abwechslung, ne? Man kann nicht nur töten und morden, man muss auch mal Karten spielen. Und außerdem schöne Musik hören. Genau das, was das braucht man. Man kann nicht drei Tage... So ein Macher! Ja, einfach Tolkien. Vor allem auch mit Sonnenbrille da. Ne? Und dann ist er so, dann ist er so fertig, ne? Ja, ne, ne. Hä? Nein. Keine Kutte mehr. Wir können noch nicht mehr lächeln. Wir können noch nicht mehr laufen. Ja. Genau. Oh, Leute. Jawohl. Seit 34 Stunden laufen die Computer. Nicht nur für Ballerspiele. Ist das geil. Viele wird ja aus dem Internet gezogen. Viele haben auch kein Internet. Sag es, so Pornos. Zum Beispiel. Sag es. Und jetzt gegebenenfalls die MP3-Lieder. Zu Hause kann ich mir sie nicht runterziehen. Die MP3-Lieder? Wie hieß der Player damals noch? Winamp? Winamp, glaube ich. Da, boah, das war so sick. Da konnte man so seinen eigenen, so sein eigenes Design und so. Da gab es so viele Winamp-Versionen, optisch nur. Skins quasi, genau. Junge, ich habe da so viel Mucke illegal erlangt. Ist verjährt, ihr kriegt mich nicht. Ziehen und auf so eine LAN-Party, ist das denn hier... Alle waren am Ziehen, alle am Saugen, weil du kriegst es sonst nirgendwo. Digga, wenn du in Salzgitter-Beinum wohnst, du kriegst es nicht anders. Du bist zur LAN gefahren mit so einer externen Festplatte später. Damals, 99, gab es, glaube ich, noch keine externen Festplatten. Aber sobald es möglich war, wurde gesaugt, es wurde gesackt. Und davor, bevor es externe Festplatten gab, schön
alles auf den Rechner ziehen, was geht. Da wurde so selektiert, was jetzt rausgeschmissen wird und was nicht. Zieht. So wie zum Beispiel hier. Habe jetzt nicht viele, aber immerhin einen Batzen. Auf den LAN-Partys, auf denen ich war, gab es auch, also die, da wurden so viel Pornos getradet. Und ich sag wirklich euch, das war nichts für mich. Aber das war krass. Und die haben sogar mit dem Beamer so die Scheiße an die Hallenwand geballert. Da liefen dann Pornos. Den ganzen Tag. Riesengroß an der Hallenwand, weil irgendwer seinen Beamer mitgebracht hat. Ey, die schrägste Scheiße und dann alle noch Helga, naja. Pornos ausgetauscht? Ja, sie sagt! Nicht viele, aber immerhin Batzen. Werden hier auch viele Pornos ausgetauscht? Ja, sehr viel. Sexbilder, Videos, die sie aus dem Internet haben, werden da klar angeboten, ne? Na klar, die werden angeboten. Sehr begehrt. Ja, als ob er ein Vertriebler ist, wie geil, Junge. Sexbilder auch, wir werden angeboten. Jawohl. Ja, aber Schlafbereich hatten wir nie. Ich glaube, wenn man mehr gezahlt hat, nee, wie war denn das? Sonntagvormittag. In Hude bietet das Orga-Team weit mehr Komfort als auf LAN-Partys üblich. Einfach Bett. Hier gibt es sogar Waschräume. Digga, die Biere. Was? Das ist ja Luxus. Moin. Das ist ja Luxus. Was muss ich jetzt machen? Hat man schon was gesehen? Nee, ne? War komplett unscharf. Jetzt muss ich den Stream beenden und das aus dem VOD löschen, oder? Hallo, hier ist Henno aus dem Studio. Da war gerade ein Pillemann. Ich muss jetzt Stream neu starten und... Die Cam war davor? Schwört ihr? Okay, ich melde mich gleich nochmal over. War die Cam wirklich... Es war so ganz knapp, aber ich glaube, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Okay. Dann... Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. Doch kein 24-Stunden-Stream, es wird ein 23-Stunden-Stream. Aber ich muss jetzt nach bestem Gewissen handeln, sonst kriege ich einen Bann, versteht ihr? Und ich handle jetzt nach bestem Gewissen, deswegen gehen wir jetzt kurz einmal offline. Und komm dann wieder. Und dann gucken wir hungriger Hugo oder durstiger, mir auch egal. Also bis gleich. So, hallo. Digga, die zeigen einfach im Fernsehen den Pillemann von ihm. Also sorry, bei einem Fernsehbeitrag hätte ich nicht mitgerechnet. Ich sehe es gerade, also ich gucke ihn mir gerade nochmal an. Ihn juckt es auch nicht. Er steht da mit seinem Schlong. Er pullt auch gerade dran. Die Kamera kommt so um die Ecke und er steht da, so Dusche, und er pullt gerade hier unten. Und dann sieht er die Kamera. Digga. Krass. Ja, denke ich mir mal schon, ja. Kommt da nochmal was? Jetzt so, keine Ahnung, 5, 6. Wir gucken weiter. Keine Ahnung, 5, 6 Stunden oder was? Ja, lange Stunden. Nicht so gelacht. Ja, schön. 5 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Ja. 5 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Darf ich weiter? Ja, cool, danke. Dann kommt der Wichser nochmal ins Bild. Gut, dass du eine Buchse trägst. Ich kann nicht mehr. Er kommt einfach nochmal rein, so. Ach komm, hör auf. Ich kann nicht mehr. Danke, Joba Bode, Digga, für die Sub-Bombe.
Etwas später heißt es durchhalten. Ah, hat sie noch einen Griff. Warum musst du mal kurz raus? Ja, warum saufen die alle Becks? Das war schon 99, nicht so geil. Clan auf Xerxes von MTV. Mortal Teamwork. Alles Roger, Baby. MTV, Junge, das war der krasseste deutsche Clan in Shootern. Digga, die hatten aber auch krasse StarCraft-Pros, glaube ich. Also, verhältnismäßig. Holy shit, ich erinnere mich. Ich war auch noch auf LAN-Partys, wo MTV in Turnieren mitgemischt hat. Ach fuck, immer. Einer kommt von der Megahertz. Die hatten immer, das war aber alles klein. MTV-Punkt und dann den Nickname, glaube ich. Müsst ihr euch mal vorstellen, damals war in jedem Nickname... Na, ist ja heute auch so bei der Prime League, ne? Naja, never mind. Nur geht da Map Restart. Warcraft 3 war nicht auch krass, too. Yes! 30 Frags mit Bro. 30 Frags, das kann ich Test für Test 2 reichen, ne? Boah, hab ich geholt, ey. Boah, heftig. Boah, heftig, 30 Frags. The Flag Turnier ist in Quake 2, MTV. Ja. Na komm, Xerxes. Ey, ihr habt euch ja Mühe gemacht. Alle Orientatoren nochmal erzählen. Helle Schild. Jo, Beerhead, also ich hab vorhin gesagt, dass um 22 Uhr WoW startet. Wir haben es jetzt, siehst du hier auch, 17.08 Uhr. Ich verstehe jetzt nicht das Problem. Komm, ich gebe dir mal 5 Minuten und dann kannst du mal überlegen, was du danach in den Chat schreibst. Ja, dann sehen wir uns wieder. Schön. Naja, ich meine, es war nur ein Sieg bei 4 Turnieren. Das muss normalerweise 4 von 4 sein. Also ich sag mal, ist schon ganz nett und ist eigentlich auch unerwartet, aber ich bin nie zufrieden. Niemals. Er ist Perfektionist. Aber er ist der krankeste E-Sportler. Hey, wir sind durch. Freund, ich hätte mich lieber... Was hat er denn da? Hä, was ist das denn? Was ist das? Was, jetzt for real? Sind das VHS-Kassetten oder... Was ist es? Der Preis? VHS-Pornos. Stimmt, könnte der Preis sein fürs ganze Team. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wäre gefreut, wenn ich eben im 1-1 Hunter geschlagen hätte, aber CTF ist okay. Ja, üblicherweise ist es die so, vom Fernsehen nur so, CTF ist okay. Ja, okay. Die wir hier verteilen, die meisten Leute schon haben. Also richtig interessant wird es eigentlich nur, wenn das entweder Spiele sind, die noch nicht rausgekommen sind, oder wenn das Hardwarepreise sind. Das ist dann so das, wofür eigentlich gespielt wird. Das ist halt beides schwer zu bekommen. Es gibt also einige Spieler, die kommen dann auf so eine Session und gewinnen dann 5-mal dasselbe Spiel. Und irgendwann so spätestens ab dem dritten Spiel... Das waren Spiele! Digga, die haben Spiele gewonnen! Ach du Scheiße. Für das Orga-Team noch eine schöne weitere Packung. Nachtschicht. Ballerland muss aufgeräumt werden. Ballerland muss aufgeräumt werden. Junge, Ballerland. Ich hab's erst, wie er es auch betont hat. Ballerland muss auf. Ich hab's gar nicht gecheckt erst. Was für Ballerland? Ich kenne nur Lalalaland, Digga. Clans reisen nach 48 Stunden zurück in die reale Welt. Ja. Ja, bei der nächsten Party will ich wieder 4 erste Plätze sehen. Machen wir nochmal eine Nachbesprechung, Mann. Machen wir nochmal eine Nachbesprechung. Hier bei MTV Headquarter. Ja, bei der nächsten LAN muss aber abgeräumt werden. Geht nicht, dass wir nur in einer Kategorie gewinnen. Einer muss ja immer meckern. Ja. Damit es was zum Besser machen. Da muss man nur Loblieder. Die waren original in irgendeiner Turnhalle, oder? Ist das insane. Ey, aber Grüße gehen raus an den, der da seinen Pimmel geleakt hat. Frag mich, was der heute macht. Meint ihr, der wohnt noch in Huden? Vielleicht finden wir den. Ist das wild. So, aber talking about that. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. LAN-Party. Also, falls ihr Bock habt, eine LAN-Party mit mir zu machen. Und jetzt blende ich hier einmal Werbung ein. Also, wer jetzt nicht heiß ist. Ja? Hallo, hier sprechen die angeschlossenen Medienanstalten. Herr Knabe. Ah ja, ich nehme zurück. Alles gut, weitermachen. Danke, tschüss. Also, wer jetzt nicht heiß ist, am 15.03. bis zum 17.03. findet die Gamescom-LAN statt. Ich erkläre euch, wie die ist. Es gibt Creator-Communities. Ah, da bin ich. Und die haben eine eigene Reihe. Ihr habt die Biertischgarnituren gesehen. Wir, das sind Maxim,
Sterzig, Julimi, Mina, Papfi, Sola und Maurice Weber? Machen eine eigene Reihe auf. Und ich. Das ist die Spandauer Reihe. Ja? Und ihr, dafür sind noch 24 Tickets für diese Reihe da. Das, wenn ihr das wollt, wenn ihr da mit uns sitzen wollt, klickt ihr hier Join Deine Community, deiner, ne, wie auch immer, und dann gebt ihr hier Spandau ein. Okay? Das ist kein Rabattcode, das ist so ein Zuordnungscode, damit die wissen, wo die euch hinsetzen. Genau. Und ich glaube, man kann sogar Spandau, zack, genau. Und dann kann man, das ist nämlich unsere Reihe hier, die lilane. Und da kann man dann, das sind die freien Plätze noch, kann man dann den Sitz, ja, 130 Euro, aber es geht halt über mehrere Tage. Und müsst ihr euch mal durchlesen, was das Ticket alles bringt. Aber ja, du, das ist für eine LAN normaler Preis. Safe Call. Und wen das, ey, wenn das nichts für euch ist, ich zwinge euch ja nicht. Entspannt euch. So, wenn jetzt die das schon ausverkauft ist und in dem Moment 24 Leute sich draufgestürzt haben, gibt es auch noch das reguläre Ticket. Da sitzt ihr hier. Also hier unten ist die Spandau-Reihe. Daneben ist übrigens Bonjour und Rocket Beans. Es wird insane. Und dann könnt ihr euch hier einfach hinsetzen. Hier unten ist auch noch ein Bereich für Gruppen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt mit 10 Leuten anreisen, dann könnt ihr euch auch hier unten mit einer Gruppenreservierung, das ist das Grüne hier, ab 10 Personen einnisten. Das ist dann hier unten der Block. Ja. Genau. 15. bis 17. März. So. Und ich meine, das ist eine Halle, ja? Und ich werde da auch mal rumgehen und so. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich da hier unten nur die ganze Zeit in meiner Spandau-Reihe sitze. So. Programm dort, Infos, Turniere. Es gibt unterschiedliche Turniere, auch mit Preisen. Ich brauche mich nicht mehr beweisen, ihr habt es eben gesehen. Ich habe schon Preise auf solchen LAN-Partys erworben, da waren viele von euch noch flüssig. Aber wem, wer Bock hat, Trading Card Games soll es wohl auch geben, aber es ist TBD. Und man kann auch Turniere noch vorschlagen, wenn man möchte. Ist in Köln, genau, ist auf dem Messegelände Köln. Deswegen auch die Gamescom-LAN. Auch wenn es nicht während der Gamescom stattfindet. Ja, Tag ist hier, geil, Grüße. Genau. Also, ballert da schön Tickets rein. Dieses Segment hier im Stream ist übrigens nicht verkauft. Ich mache das quasi einfach so, aber weil das natürlich werblich ist und ich auch dafür, wenn das dann da stattfindet, da bin ich ja gebucht für. Und wir verdienen auch an den Ticketverkäufen ein bisschen mit. Deshalb ist oben Werbung. Aber ich wurde jetzt nicht arrangiert, hier im Stream das noch zusätzlich zu bewerben. Wisst ihr, was ich meine? So, aber einfach nur für die Transparenz. Wenn jetzt Creator Community Ticket ausverkauft ist, hier bei Spandau, ne? Das war ja mit Coach Spandau. Dann holt euch ein Regular-Ticket, dann sitzt ihr, wie ich eben erklärt habe, in dem Bereich in der Halle, da könnt ihr euch euren Platz auch aussuchen, sagen wir hier, da sitzt ihr mit euren Bierfreunden und dann geht ihr auch zur Bezahlung, gebt hier bei Rabatt nichts ein, sondern geht auf Weiter und hier gebt ihr dann ein, in welcher Community wurdest du für die Gamescom-LAN geworben. Und da gebt ihr ein, Hopp und Maxim, weil dann bekommen wir Teile des Erlöses von den Tickets. Und nur dann. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen, organisiert. Aber ihr könnt quasi angeben, von welcher Community ihr geworben wurdet, um dieses Ticket zu kaufen. Und dann, also ihr könnt auch alles klein schreiben oder natürlich mich auch richtig schreiben oder so. Nur der Typ, der dann euer Ticket da, der im System das abcheckt, wisst ihr, der weiß dann, aha, von den Spandauern. Ja, und Discord-Tag auch noch. So,
wissen was. Cool. Ich bin heiß. Wer weiß, was bei der Gamescom, LAN, alles abgeht. Aber dass wir da auch unsere eigene Reihe haben mit Maxim Sterzig, Juli Mimina, Papfi, Sola und Maurice Weber, ist schon hilarious. So, und seid ihr abgeholt.